Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Ich bin neu aufgestanden, gleich an den Fernseher gesprungen und. Moment mal, ist das dasselbe jetzt? Ist dasselbe Fernseher gekauft, oder? Oh nein, das ist dasselbe. Ich dachte, es wäre ein besserer. Oh Mann. Was ist das? Was? Ist dasselbe. Oh Mann. Habe ich zwei Fernseher. Warte mal, kann ich den wieder einpacken? Ja, hallo? Kann ich den da draußen platzieren? Nur mal sowas. Sowas. Wunder. Nee, geht nicht. Kann ich den bei den Hühnern platzieren? Nö, wäre cool gewesen. Ach, scheiße. Ja, habe ich Geld für nichts ausgegeben. Ich dachte, es wäre ein besser. Oh, schade. Naja. Was? Ist das. Hätte ich das doch machen dürfen? Scheiße, sind Hühner draußen jetzt? Geh ich wieder rein? Scheiße! Ich hoffe jetzt mal, die gehen rein wieder rein. Kann ich die nehmen? Warte mal. Ich hoffe jetzt mal, die gehen, die sind morgen wieder drin. Okay, warte, muss ich trotzdem mal Strom hinlegen. Ach du Kacke, ey. Das hier ist schon fertig gebaut, scheint nicht, oder? So eine Baustelle. Scheiße. Boah, die Hühner. Ist das normal? Oh nee, ich hab's hier in Scheiße gebaut gerade. Hoffe mal, das ist so, dass die immer da rumlaufen. Nein. Ich bin gerade echt aus dem Konzept jetzt gerade. So, Wasser für den Hund. Das klingt also komisch. Ich höre Geräusche, die ich nicht identifizieren kann. Achso, sie ist gebaut. Achso. Boah, die sind überall, ey. Da liegen die Eier dann auch hier rum, oder? Das kann nicht gut sein. Die Tafel. Okay, wir haben diese goldene Sonnenblumen. So. Okay, warte mal, die Sonnenblumen haben fest, Sommer oder Herbst fest in 8 Tagen. Wir haben jetzt 3.18, müsste eigentlich noch passen, ne? Wir gehen nachher ganz kurz zuerst in die Stadt schauen, ob das wirklich noch so lange geht. Da gibt es einen Kalender, ja. Da kann man entsprechend dann bestimmen. Ich ist schon ewig mit sich so mit drin gewesen, ne? Bestimmen, ob da wirklich noch was kommt oder nicht. Ein Pilz. Okay. Wie gesagt, ich bin nur ganz kurz. Irgendwie meinte Schwabe noch in den letzten Kommentaren, dass man einen Bus repariert in die Wüste kann. Nicht im Betrieb. Mal schauen, wie man den reparieren kann. Darum sei ja auch die Absperrung da. Aber irgendwie muss man zuerst heiraten, hieß es. Naja. Da haben wir ein bisschen Zeit. So. Schauen wir ganz kurz hier an den Kalender, um zu schauen, wie lange es hier noch geht. Mais. Ja, wir haben halt gelernt, wir können eigentlich alles annehmen, mit der Hoffnung, dass wir es vielleicht sogar
liefern können. So, aber ich habe hier einen Kalender, den hier. 28 Tage, okay. Abby hat heute Geburtstag. Oh, Abby hat Geburtstag. Boah, da muss ich mir da ihr was schenken. Ich hole einen Stein. Wir haben gerade einen Stein, den sie mag, haben wir sogar. Warte, schauen wir jetzt, das erklärt hat. So. Ich hab so viel, ey. Jetzt packen wir Leben da rein. So, jetzt habe ich irgendwo hier Steine. Diamant gefroren. Amethyst, okay. Den wollen wir Abby geben. Die Samen pflanzen wir nochmal ein. Wir wissen jetzt, dass definitiv nochmal wachsen kann. So, hier ist noch eine Möglichkeit. Okay, habe ich noch Dünger? Ich weiß, das Wort Dünger hört der Schwabe gar nicht gerne. Er hat mir einmal gesagt, dass das Quatsch sei. Aber wir gehen jetzt trotzdem davon aus, dass doch was bringt. Südozeugs, dann haben wir hier keine mehr. So. Ach, ich habe nur noch für eins. Okay, hat sich das erledigt. So. Okay, noch normales Zeug werfen wir mal kurz hier rein. Sonnenblumen weg. Meine Nase wird zwar schon okay, sehe ich gerade. Pilz weg. Okay, kurz meine Nase nehmen. Noch die Aneier noch für nein! Ich esse ihn sicher nicht. So. Ob ich Abby filme, bevor es dann Nacht wird? Ich denke, das wird die Challenge bei mir sein. Ja. So. Jetzt gehen wir Abby suchen. Sie hat anscheinend heute Geburtstag. Die ist ja viel. Da ist sie sogar. Sehr gut. Feld, ja, habe ich. So, hat es etwas gebracht? Wow, gleich 4 Herzen, sehr gut. Den Stern sind sogar gleich an sich gegriffen. So, gut, dann werden wir heute nochmal an den Strand gehen. Der Schaf hat mir auch geschrieben, wenn da morgen was rumliegt, ist es auch am Abend noch da. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wann man an den Strand geht. Wobei ich mal gemeint habe, es hieß mal irgendwie, morgen findet man am Strand sehr viele Muscheln oder sowas, hieß es mal. Aber gut, kann man sich auch täuschen. Der Lehm, wie gesagt, kann man wirklich nur so finden, indem ich halt hier ausgrabe und Glück habe. Ist auch nix. War jetzt wieder nichts, ey. Aber das ist ein bisschen mau hier, ne? Ist wieder nichts. Doch, Korallen. Ja. Graben kann ich an irgendwas, oder? Nee. Ich habe anscheinend auf sehr viele Büsche letztens vergessen beim Durchlaufen. Hat mir ebenfalls Schwabe geschrieben. Ja, ich habe eigentlich ein paar versucht anzugrabbeln, die haben nichts gegeben, habe gedacht, okay. Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, ob ich eigentlich mehr kriege, wenn ich die Sachen hier verkaufe. Ja, nee. Lol, soll ich auch mal hier was verkaufen, ist keiner da. Na gut, lassen wir es.
Diese Dinger hier, die starten mir, habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Weiß immer nicht, was die gut sind. Ja. Und ich glaube, ich warte bis zur nächsten Jahreszeit, dann kaufe ich ganz viele Setzlinge. Kann ich so probieren abgraben? Nee. Und dann werde ich zum Großernter. Was brauche ich? Gut, brauche ich hier Geld. Ich hoffe echt, dass die Hühner wieder drin sind am nächsten Morgen. Dass ich neue Hühner kaufen muss, damit die da geliefert werden. Das wäre es dann. Oder ich das Ganze hier umherlaufen muss, um Eier zu farmen. Es kommt ja wieder so eine Hinderung für neue Funktionen, was? Ja. Okay. Das glaube ich eh nicht. Wieso kriegt man manchmal Gräser, manchmal nicht? Hätte aber mal schauen können, was ich für den nächsten Upgrades brauche. Die werden ja auch bei Zeiten dann interessant. Aber tue mich für den letzten Rest vom Tag ein bisschen fällen hier. So, sehr schön. Okay, es ist stark genug, okay. Sind schon an unsere Grenze gestoßen. Versuchen erschlagen? Nee. Ach, daraus kommt Gras, okay. Na gut, ich bin gespannt, wenn das Silo dann zu Ende gebaut ist, was denn da rauskommt. Ich würde sagen, wir überspringen den Tag jetzt mal. Und schauen, was am nächsten Tag so rauskommt. So, Kohle, ja. Da können wir kurz noch Magnet abholen. So, Magnet so kurz verkaufen, gibt ein bisschen Geld für morgen wieder. Zurückkaufen, will ich nicht verkaufen, so. Gut, dann ab ins Bett. Gute Nacht, ja. Sehr schön. Ich habe die Korallen nicht verkauft. Oh Mann. Okay, kurz Fernsehbericht. Nichts Neues, okay. So, Nachricht haben auch nichts. Nein, nein, nein. Okay, Eier haben sie drin. Was ist das letzte Huhn auch, den jetzt morgen wieder? Okay. Mayonnaise. Ah, schau mal, das hier ist fertig. Nein, ich essen. Nein, nicht essen. So, machen Sie jetzt? Heuballen, 0 von 2,40. Was? Kann ich das da reinpacken jetzt? Hä? Wie denn? Wie geht das jetzt? Kriegt die Heuballen jetzt da rein? Kann ich was ernten heute? Heute gab es gar nichts zum Ernten, ne? Doch hier Beeren. Preiselbeeren.
Papa, ist das echt? Ich muss hier schauen, ich kann nicht. Ah, wow, wie viel Früchte hier aber sind. 2 Wochen lang nichts und dann so viel. Okay, gleich schauen, ob ich vielleicht was brauchen kann dann. Wie geht denn mit dem Blumen jetzt? Ich kapiere es jetzt nicht. Warte mal, zuerst mal den Hund streicheln. Oh, warte, die Hühner müssen ja noch streicheln. Das habe ich ja schon, das eine hier. Habe ich auch schon. Da geht's nicht. So. Ba, ba. Das habe ich aber auch schon. Okay. Kann ich das jetzt reinpacken? Wie geht's mit dem Stroh jetzt? Ich habe echt keine Ahnung. Okay, warte, wir verkaufen mal zuerst, was wir nicht brauchen, um Platz zu schaffen. Die Korallen zum Beispiel, die Pflaumen, die normalen Preiselbeeren. Die Lachsbeeren, um zu schauen, ob ich die vielleicht brauchen kann. So, und zwar hier. Nein, da nicht. Granatapfel haben wir schon. Kirsche. Natürlich, das ist nicht das, was wir haben, ne? Boah, hier brauchen Sternensachen. Melone, okay. Also die Lachs. Was? Okay, die Lachsbeere brauchen wir nicht anscheinend. Aber jetzt mal eine Frage. Ist das das Einzige? Ah, nee. Ich muss ja Rumbi. Oh. Ja, das habe ich ganz vergessen. Da geht es um mehrere Seiten. Oh. Das kann man Aquarium, das kann man Heizraum. Ah, warte mal. Ein Goldbarren und ein Kupferbarren. Das können wir liefern. Das kriegt ein Goldbarren und ein Kupfer. Wir haben kein Kupfer mehr. Okay, wir müssen. Okay, wir müssen. Die Eier verkaufen, so. Okay, Stein lassen wir hier. Das lassen wir hier. Stein lassen wir hier. Holz hier, Harz hier. Jetzt gehen wir noch kurz in die Mine, ein bisschen klopfen. Ja, meine ist jetzt zu Ende, aber wir müssen jetzt eindeutig mal ein bisschen Kupfer uns beschaffen. Wir haben 7000, da können wir auch eine neue Waffe kaufen, rein theoretisch. Oder ein neues Gebäude bauen lassen. Ja, wäre einiges möglich mit so viel Geld. So, ich gehe mal kurz hier schauen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich zu den Ballen komme. Habe ich was vergessen? Hallöchen! Okay, Haus, Gebäude einrichten. Hühnerstall haben wir. Bietet Platz für 4 Stalltiere, okay. Können wir das schon kaufen, ne? Gießkandidat füllen. Wird das Gras zu schneiden und als Futter aufzubewahren. Aber das war wirklich automatisch da reingetan, ne? Mühle. Stoff. Okay. Schuppen. Und zu reiten. Aha. Was? Züchte bis zu 20 Schleim, fülle die Wassertroge und die Schleim werden Schleimbälle produzieren. Große Hühnerstall? Das ist ein Upgrade, wie? Tatsächlich, okay.
Da gab es ein Haus verbessern, oder? Zehntausend, okay, ja, haben wir auch nicht zur Zeit. Okay, gut, gehen wir wieder raus. Wir hatten was vor. Jetzt schaue ich noch mal hier, ob es hier die Beeren gibt. Ich habe anscheinend so viele Beerenbüsche nicht abgekrabbelt. Und keine Pflaume unterwegs. Nee, okay. Gut, wir sind drin. So. Hier mal auf 20. Ja. Oh, what? Was ist denn das schon wieder hier? Ah, Amethyst, genau, stimmt, da war ja was. Boah, wie sie nichts hat, ey. Die Phase nicht in der Naucheinlagen, die mich hier sammelt. Boah, so viele Steine. Ist auch gar keine Erze. Ich hoffe, die spawnen nach. Dass man zusammenkacken, wenn es nicht nachbauen würde. Da geht's runter. Die Zeppnerbach hat hier jetzt Eisen, jetzt Kupfer, okay. Jetzt bin ich schon voll, willst du mich verarschen? Wissen wir was? Was sind die hier? Ja. Sehr gut. Müssen wir was bisschen mehr tragen. Ja, und da hat eine Geode gedroppt. Oh Mann. Weg den Fasern. Gut. Das Kupfer. Ich muss gerade mal schlau machen, wie viel der große Rucksack kostet. Also weil wir jetzt schon wie sie ganz voll sind. So Stein drin, ne? Hallo? Ich verkacke einen hier. Ja. Ich bin anscheinend richtig, ey. Oh. Kupferz. Wie viele Raupen da sind, ey. Wie viele Raupen da waren. Okay. Irgendwo geht's weiter, ich frage nur wo. Oh, ich sehe gerade die Folge zu Ende. Ja gut, und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Stardew Valley. Einfach nur unglaublich schnell die Folgen im Vorbeigehen, wenn man das Spiel spielt. Macht halt aus dem Spiel Spaß aus. Bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.